schönen guten Abend. Morgen. Tag. Ach ja. Immer diese Sache mit den Uhrzeiten. Man weiß gar nicht, zu welcher Uhrzeit das jetzt geguckt wird. Auf jeden Fall, zu welcher Uhrzeit auch immer die folgende Information wird sicherlich den ein oder anderen interessieren, begeistern. Oder einfach nur von dem überzeugen, was er sowieso wusste. Und zwar, Mittwoch gibt es wieder mal einen Livestream. Mittwoch, 21 Uhr. Da, wo er hingehört. Und ich bin jetzt eben gerade schon einfach durchgehuscht. Das hätte ich nicht tun sollen. Durchhuschen ist unfair. Ich wollte es ja zeigen. Weil ich zeigen wollte, zeige ich es einfach mal. Es hat sich ein bisschen was getan. Und zwar im Lager. Das muss hier ein bisschen anders rumlaufen. Und zwar, das Lager ist jetzt noch ein bisschen tiefer gelegt. Ich habe hier nochmal so eine Etage dazu gemacht, weil die Kisten waren voll. Also hier vorne diese Kisten da. Diese da. Ne? Voll. Einfach volle Kanne voll. Und da das ja alles so ist, wie es ist und wir ja auch zukünftig alles unterbringen wollen, was wir so finden, habe ich mir gedacht, mach mal die Kisten mal anders voll. Und hier gibt es jetzt auch Öfen in der Wand und so weiter. Ich glaube, die Öfen hat man schon vorher mal gesehen, aber das ist jetzt neu. Und dann dachte ich mir, Mann, hier hat man doch so eine schicke Höhle. Und diese schicke Höhle könnte dazu dienen, die auch anzubinden. Deswegen habe ich mich hier einfach mal durchgebuddelt, habe so ein bisschen Deko schon verteilt und würde mal sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit der munteren Höhlenforschung. 34 Minuten stehen uns von der Musik her erstmal zur Verfügung. So viel zu den offensichtlichen Dingen. Die Dinge, die nicht so offensichtlich sind, sind halt, Mittwoch ist mal wieder ein Cast. Warum ist das nicht offensichtlich? Na, ich weiß es ja auch nicht so ganz. Eigentlich war es klar, dass es irgendwann mal wieder soweit sein musste. Und, jetzt ist es soweit. Des Weiteren, man hört es, es gibt Ratten, es gibt Mäuse, es gibt einiges neues Getier hier bei mir im Singleplayer. Und dieses Getier gibt es aus einem bestimmten Grund, weil das Mo Creatures Mod nun in meinem Client aktiv ist. Warum ist das so wichtig oder so interessant? Naja, ich weiß es auch nicht so genau. Auf jeden Fall macht es die Sache ein bisschen bunter und hübscher. Weil auf Dauer nerven doch die drei Tiere, die es gibt. Na gut, es sind ein paar mehr als drei, aber es nervt halt auf Dauer. Es ist zu wenig und naja, wenn es da sowas Schönes gibt und es so gut funktioniert, können wir es auch benutzen. So, und apropos benutzen, wir benutzen mal ein paar Fackeln. Wenn wir uns hier weiter nach unten vortasten in die Höhle. Ach nee. Schau mal, na guck, hier waren wir schon. Interessant. Oh, Scheiße. Okay. So viel zu, hier waren wir schon. Hier waren wir überhaupt noch nicht. Da vorne waren wir schon. Na, mal gucken, wo wir hier sind. Ja, da ist noch eine Fackel von uns. Und ich höre auch schon Spitten. Also ist eigentlich alles beim Alten. Hier ist alles so überhaupt und gar nicht ausgeleuchtet. Alles beim Alten, wie gesagt. So. Das da ist ja. Reiz. Bock mehr. Le Creeper. Ja. Naja, ist der Eingang jetzt ein bisschen größer, ne? Stört ja auch nicht weiter. Tja, was wollte ich noch sagen? Eigentlich nicht viel, außer uns steht jetzt eine halbe Stunde Spaß bevor, vielleicht auch ein bisschen mehr. Falls wir uns wieder verzetteln und dann ohne Musik noch ein paar Minütchen weitermachen müssen.
falls das Übliche wieder passiert. So, hier drüben waren wir schon. Und da oben waren wir auch schon. Und da hinten waren wir auch schon. Wir waren überall, bloß nicht hier in der Mitte. Wird einen Grund gehabt haben. Ich schätze mal, der Grund dafür, beim letzten Mal hier nicht weiterzugehen, wird einfach in der Vielzahl der Möglichkeiten, hier zu sterben, begründet sein. Na, wenn er mir jetzt auf den Kopf fällt, dann habe ich auch einen Zappen. Apropos Zappen. Eieieiei. Apropos... Eieiei. Hallo. Ach, schön. Dies freut mich ja. Das heißt, meine letzten Pistons kann ich auch zu Sticky Pistons umrüsten. Nee. Da kommt niemand. Ja, und natürlich, ich muss es ja noch erwähnen, weil ich es noch nicht erwähnt habe heute. Wir hören wieder Musik und diese Musik trägt den wunderschönen Titel The Original Typewriter. So heißt das Album und der Künstler dazu heißt Werkstatt. Oder die Gruppe oder was auch immer, ne? Ihr kennt ja die babylonische Sprachverwirrung an dieser Stelle. Ich finde ein sehr, sehr schönes Album, auch wie alles, was ich hier spiele, eigentlich zu finden auf jamendo.com. Ja, so viel dazu. Muss ja auch erstmal reichen, ne? Als Information so zwischendurch. Mal hochschwimmen. Mal am Ursprungsort dafür sorgen, dass das Wasser nicht mehr nachfließt. Oh, ganz oben angekommen. Sehr schön, sehr schön. Ah, hier ist nicht viel. Das ist umso besser. Umso schöner. Hier tropft die Lava. Hier mal gucken. Da oben ist ein Skelett. Unbeeindruckt. Lauf mal einfach mal drunter durch. An dieser sehr sicheren Stelle hier. Ah, das verreckt gerade. Sehr schön. An dieser sehr schönen Stelle hier. Gönnen wir es uns und gönnen uns noch ein paar Fackelchen. Kann ja nicht schaden, ne? Sollte man einen Bogen mitnehmen. Haben wir schon öfters gesagt, glaube ich. Weil der große Plan ist ja, zwischen diesem Höhlensystem und dem anderen. Das andere ist das, wo wir beim letzten Mal, also bei den letzten Let's Plays auch, glaube ich, auch in Livestreams, wenn ich mich richtig erinnere, sehr lange schon rumgewatschelt sind. Zwischen diesen beiden Höhlensystemen eine Verbindung zu finden und diese dann auch auszubauen. Das ist der Plan. Und diesen verfolgen wir voller Inbrunst, wie alle unsere Pläne. Und wenn wir das so hinter uns haben, dann freuen wir uns in Cooler Keks. So als Zusammenfassung des Offensichtlichen, sei es auch mal hier noch erwähnt. Vor allem der Cooler Keks. So. Ja, das sieht doch gut aus. Redstone nehme ich auch mal mit. Kann ich schon mal hier brauchen. Können wir mal ein bisschen was automatisieren im Haus. Weil ich will ja immer noch Autofarming bauen. Dafür brauchen wir ja ein bisschen Redstone. Ah ja. Sind wir jetzt hier angekommen? Den haben wir auch schon wieder. Ah, hier ist alles.
ist noch nicht so hundertprozentig ausgeleuchtet. Aber hier sieht es doch sehr vielversprechend aus gerade. Hier drunter sieht es einfach nur düster aus. Und ich hoffe, ich finde nicht wieder einen Werwolf. Also hier unten gibt es auch Werwölfe. Das Problem mit Werwölfen ist... Ah, ich spreche die ganze Zeit am Mikrofon vorbei. Das Problem mit den Werwölfen ist, dass sie nicht tötbar sind. Also ich habe immer noch nicht nachgeguckt, womit man sie denn töten kann. Ich will mich überraschen lassen. Im Endeffekt habe ich einfach nicht mehr daran gedacht, dass ich das noch nachgucken wollte. Aber sich überraschen lassen zu wollen, klingt doch besser als die offensichtliche Tatsache dessen, dass es mir einfach bis eben nicht wieder eingefallen war, dass da ja ein Problem bestand. Ja, sehr schön. Können wir hier auch noch so. Machen wir hier mal ein Lämpchen ran. Ach, ist das hier gruselig. Gruselig! Ah, fuck! Dammit! Dammit! Ja. So, und das ist der Grund, warum ich das so ungern und gerne zugleich tue. Wir sind wieder bei Level 0 angekommen von Level 20. Verdammt, ey, wir sind so lange nicht gestorben. Zum Glück hatte ich noch nicht viel, ein bisschen Redstone und... Naja, gut, die Werkzeuge. Scheiße. Verdammt! Ach toll, da ist auch gleich wieder der nächste Enderman. Super. Er steht genau vor unserer Workbench. Das freut mich ja. Ich hoffe, die klauen keine Kisten. Viecher. So, Cola brauche ich auch ein bisschen. La la la, ich sehe dich nicht, ich sehe dich nicht. So, somit sollte die Grundausstattung schon fast wieder vollständig sein. Nur, dass das hier nicht stimmt. So, das stimmt auch nicht. Ach, alles plus eins verschoben. So ein Scheiß. Nee. Na, nee, war doch andersrum. Zack. Zack, 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 zack. Zack. Ja, genau dort wollte ich nicht rein. Der Enderman ist auch wieder weg. Sehr schön. Was brauchen wir noch? Fackeln brauchen wir noch. Ja, reicht auch erstmal 32 Stück davon zu haben. Holz brauchen wir noch. Also Stickies. Das haben wir natürlich nicht mehr. Auch draußen ist ja auch wieder schön das Wetter. Das freut doch. So, Stickies, Holz. So, das kann ich da reinlegen. Und Futter brauchen wir auch noch. Ach, da ist er ja. Ach, siehst du, ich hatte ja noch mal eine Rüstung damals. Stimmt ja. Ist da eingefallen, dass irgendwas fehlte. Wie gingen denn Handschuhe? Das ist eine Schere. Wie gingen denn Handschuhe? Das sind ja Schuhe. Tja, erstmal wohl keine Handschuhe, bis ich es wieder rausfinde.
Ach toll, warum ziehst du sie nicht gleich an? Wobei, ist es nicht nur ein Gürtel? Das ist ja der Helm. Das ist die Lore. Tja, wird mir schon wieder einfallen. Futter brauchen wir auch. Futter, Futter, Futter. Ein bisschen. Das ist Futter. Nehmen wir auch nochmal mit. Alles bis auf ein Weizen. So. Tja. Ohne die Handschuhe ist das echt irgendwie scheiße. Oh. Das Eisen hatten wir auch wieder. Ach, verdammt. Mal vor allem, jetzt muss ich die Stelle auch noch wieder finden. Weil die war ja eigentlich ganz cool. Wird schon alles wieder. Waren wir hier oben? Da oben? Weiter oben? Genau. Das gehört dazu auf jeden Fall zu dem Teil, wo wir eben waren. Ja. Da würde ich mal sagen, auf nach unten. Ja, toll. Erstmal die gut beleuchteten Orte hier. Und hier die Ressourcen. Ich glaube, die Reihenfolge war andersrum. Bis in meinen eigenen Let's Plays gucken. Ich stehe immer noch so unter Schock, weil ich das eben erleben musste. Nämlich so ein blödes, wahrscheinlich ein Skelett oder eine Spinne. Da einfach in den Abgrund schubst. So ein Drecksvieh. Blub. Sehr schön. Sterben. Auch schön. So. Dann haben wir hier auch Licht. Naja. Dann mal weg. Dann wieder vor. Ach ja. Ich war schon Level 20, ey. So ein Rotz. Da kapiere ich an so einer blöden Stelle. Alles nur wieder, weil ich nicht richtig ausgeleuchtet habe. Ist doch echt unfair. Sowas. Da oben. Ah, toll. So komme ich da auch nicht hin. So, zack, 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 zack. Pluck. Pluck. Naja, wenigstens hat sie's fast gelohnt. Autsch! Mein Knöchel! Da ist auch schon wieder was. Ah, findet mir diese Stelle jemals wieder? Das ist jetzt gerade die Frage, die mich fehlt. Na, schon wieder 32 Eisen. Lässt sich doch sehen, oder? Auch schon wieder Wasser. Schon wieder eine
Höhle? Licht? Hier so ein Gravelfeld hier. Scheiß unbeleuchtetes. Hier ist Lava. Gut. So, ein bisschen wieder weghauen hier die ganze Scheiße. Wird's duster, knurrt schon wieder jemand im Magen. Der Magen? Hat mich doch erwischt. So. Dann will ich mal sagen, der knurrt. Ich hab Schwein. Warum töte ich Menschen? Werwölfe sind das nämlich. Das sind einfach mal Werwölfe. Diese Menschen, die hier rumlaufen. Und draußen scheint es gerade Tag zu sein, weswegen ich sie überhaupt töten kann. Weil der hat mich dann bestimmt mal früher, also mal früher ist auch gut. Vor ein paar Tagen hat er mich auch gejagt. Wo ich dann relativ glücklich einen neuen Ausgang aus diesem Höhlensystem hier fand. Aber es ist alles noch nicht so wirklich kartografiert. Ergo müssen wir uns hier noch so ein bisschen durchbeißen, durchkämpfen. Bis es dann wieder einfacher wird. Bis dahin machen wir hier einfach mal so ein bisschen Ressourcen-Hopping. Ich habe ja viel liegen lassen hier immer. Den letzten Aufenthalten hier. Das muss ja jetzt nicht immer so sein. Vor allem, da hier schon alles relativ gut ausgeleuchtet ist, sorgt es halt auch dafür, dass wir relativ sicher gerade unterwegs sind. Oh, toll. Ja, da ist noch mehr. So. Ein bisschen Cobblestone hier loswerden. Das ist nicht die schlechteste Idee, vor allem weil wir hier gleich wieder massenweise von dem Rotzzeug kriegen. Dahinter ist auch noch. Ach, da komme ich auch schon wieder nicht ran. Das ist doch echt unfair hier alles. Das ist sogar noch Eisen. Auf dieser Ebene hier gibt es echt viel Zeug. Jetzt muss ich schon wieder hoch. Ach ja, fröhlich beschwingt eilen wir voran. Naja gut, eilen tun wir nicht wirklich, aber voran geht's auf jeden Fall. Voran durch die Wände. Fortan voran. Auch noch was? Nee. Sehr gut. Das heißt, ich kann jetzt erstmal hier in aller Ruhe die letzten paar Dinge aus dem Feld schlagen. Hier ist noch was. Hier ist noch was. Sehr schön. Wo geht's hier hin? Ah, hier ist auch was. Also mal Ressourcen hauen. Ich will schon wieder ein Skelett. Da unten, schätze ich mal, oder da oben. Also machen wir uns erstmal hier ein bisschen lichter. Sieht gut aus. Und hier unten sieht es da aus. Tief sieht es da aus. Und hier. Okay. Also auf jeden Fall, hier wird uns erstmal keiner stören, so schnell. Ein bisschen weiter weg.
noch ein bisschen Platz, ein bisschen Licht. Nur dadurch, dass man es hört, beißt es einen ja nicht gleich in den Hintern. Also gut, meistens schon, aber jetzt in diesem Fall bestimmt nicht. Weil hier stehe ich ja gerade sicher und nicht über am Rand eines Lavasees. So ein Fuck, ey, dass ich da reingeklatscht bin. Ich war schon wieder bei 20. 20. Dammit. So ein Rotz. Echt unfair sowas. Jetzt gerade würde es sogar schon wieder richtig wehtun, wenn ich sterben würde. Ergo sollte ich mich, falls ich die Passage wiederfinde, dann doch davon fernhalten. Doch jetzt echt zu viel schöne Zeug gesammelt habe, dass ich das einfach wieder verlieren möchte. Durch einen billigen Absturz in die Lava, ey. Apropos billiger Absturz in die Lava, ey. Ey, Mann, ey. Ah, ja. Ausgeleuchtet diesen Seitenarm. So, das heißt, da unten ist ein Creeper. Das heißt aber, wir können jetzt hier erstmal in Ruhe und voller Bedacht den Zombies zuhören, die nach Menschenfleisch gieren. So. Ein bisschen weiter auf. Das war schon wieder kurz vor Abgrund, oder? Echt eine üble. Naja. Mach mal hier. Bumm. Egal. So. Ach, da oben ist ja auch noch was. Das ist kein gutes Zeichen, glaube ich. Hier wären wir doch locker fertig. Puh, da oben geht's auch noch weiter.
dann planscht so einiges. Soll mir aber auch egal sein. Naja, ist mir alles egal. Bis auf den da. Das ist der Werwolf. Wo ich immer noch nicht so ganz weiß, wie man die tötet. Aber gut. Ist er eigentlich auch... Ach, der kommt da nicht raus. Ich glaube doch, er kommt da raus. Verdammt. Okay. Was sind wir denn jetzt hier? Ja. Dann nehmen wir doch einfach mal die Einladung an und verpissen uns hier. Ah, auch ein Gang, der hier dran vorbeifährt. Also ich habe das schon mal gesehen. Achso, ich war aber nicht weit genug am Rand, um festzustellen, dass es hier runtergeht. Nee. Da muss ja so sein. Naja, passt doch. Letzte Lied läuft auch gerade an. Ergo nehmen wir das hier erstmal als temporär finalen Ausgang. Auf jeden Fall ist es das Ende für heute. Mal waren wir hier in dieser wunderschönen Höhle. Was sind wir denn hier? Hallo Schwein. So. Auch alles ausgeleuchtet. Was sind wir denn hier? Irgendwie nach oben. Da hilft jetzt alles nichts. Die Schaufel geschwungen. Bis wir oben angekommen sind. Und da sind wir oben angekommen und schon mittendrin im Desaster. Naja. Naja, du mich auch. Wir sind am Ui, da sind ja gleich zwei. Ja, den da meine ich. Der ist nicht ganz scheiße gefährlich. Und jetzt geben wir mal Fersengeld. Ja. Nein. Tschüss, Leute. Ich möchte nochmal nach Hause kommen. Haus ist hier. Hui. Puh. Hä? Der wäre unten irgendwo. Ja. So, Playlist vorbei. Seebrücke erreicht. Also wir haben wieder einen Ausgang gefunden. Einen neuen. Ah, deswegen. Alles klar. Ja. Ich würde mal sagen, rein pauschal gesehen, haben wir ja jetzt wieder viel erlebt. Wir sind gestorben. Alles geht von Anfang los. Und jetzt, wo wir uns final den Knöchel verknackst haben, können wir ja nochmal kurz unsere Errungenschaften einsortieren, damit wir sehen, was es gebracht hatte, einmal zu sterben. Will jetzt gar nicht nachgucken, wie viel ich dabei verloren habe. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon wieder 48 mal Eisen gefunden. Das ist doch schon mal eine Hausnummer. 964er Stack Kohle. Ein bisschen Gunpowder haben wir auch. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Wir hatten ja mal viel mehr von dem Rotz. Also von dem Gunpowder-Rotz. Aber dann kam er, der Oger.
kam durch die Wand und machte hier so richtig Terz und Holzfeldhacken, zwei Stück. Wo habe ich denn die jetzt her? Ach, mein Gott. Die jetzt hier. Naja, habe ich wohl gefunden. Auf dem Weg. Ja, machte Terz und vernichtete mir ein paar Kisten. Das fand ich nicht. Upsi. Fand ich nicht ganz so prickelnd. Vor allem den Teil mit den kaputten Kisten. Wie ihr euch sicherlich fast bildlich vorstellen könnt. Naja. Aber was soll's, hat ja dann am Ende doch noch funktioniert, jetzt hier was zu erleben und nicht gleich wieder zu krepieren. Und wir hoffen, dass wir nicht so bald wieder krepieren. Außerdem hoffen wir, dass wir uns bald wiedersehen im nächsten Let's Play. Das wird dann die Nummer 60. Das müsste ja hier die Nummer, also die Nummer, ach, der klingt auch schon so freundlich, dieser Werwolf. Die Nummer 59 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Falls doch, sei es mir verziehen. Gute Nacht, ich bin raus. Oder auch doch nicht. Hallo.